Hallo Leute, ich habe im gestrigen Video gesehen, dass ich da vergessen habe, dass ich ein paar Kristalle aufmache. Besonders die Aufwertungsjuwel, also diesen einen Kristall, den habe ich komplett übersehen. Und außerdem habe ich ja jetzt auch ein paar Stufe 5 Klassenentwicklerfragmente, die ich zum Aufmachen habe. Und in der Zwischenzeit habe ich jetzt noch die Chance, dass ich eine Klassenfahrtmission abschließe und genug Splitter für den letzten 5-Stern-Champion bekommen habe. Drum, jetzt machen wir noch schnell den Rest auf. Fangen wir an mit den Klasse 4 Fragmentkristalle. Stufe 5, nicht 4. Am liebsten wäre mir kosmisch oder mutant, aber man kann es sich ja bekanntlich nicht aussuchen. Aber wir hatten Glück. Wir haben Cosmic. 11.250. Das ist ein richtig guter Start. Also wenn ich die voll bekommen könnte, das wäre natürlich top. So, nach einem kurzen Kaffeeunfall geht es jetzt nochmal weiter. Wir haben ja noch einiges aufzumachen. Und als nächstes machen wir die 15 2%igen Stufe 5 Kristalle auf. Die ersten 10 machen wir schnell. Ja, Forschung und auch noch etwas Kosmos. Und die nächsten 5. Ja, viel Kosmos, das gefällt mir schon mal. Wir haben schon 13.000. Da geht etwas weiter. Kommen wir dem ersten 3, Rang 3 Stufe, also 6-Stern-Champion schon etwas näher. Und jetzt machen wir noch schnell die Map 6 Kristalle auf. Ich brauche nämlich ein paar Alpha 2, weil ich die neue Captain Marvel, die habe ich ja gezogen und die will ich echt gerne auf Rang 5 bringen. Ist ein richtig guter Champion, aber ich würde mich noch freuen, wenn ich den Nick Fury dazu bekommen würde, dass ich. Irgendwas hat sich geformt und es war ein, müsste schon ein Tech. Ich glaube, die beiden habe ich beide voll. Aber naja. Jetzt schauen wir nochmal die Map 7 Kristalle. Haben wir auch 5 Stück. Und was kommt da? Nichts. Ein paar Alpha 2 Fragmente gehen wir auch schon wieder dem nächsten entgegen. Aber naja, jetzt zum Aufwertungskristall. Haben wir jetzt einen von Stufe 3 auf Stufe 4. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich weiß jetzt gar nicht, welchen Champion ich aufwerten wollen würde. Ich bin zurzeit ziemlich glücklich mit den Champions, die ich habe. Aber ein Skill-Aufwerter wäre vielleicht ganz nett, falls ich Nick Fury bekomme, dass ich den mal gleich auf Rang 4 bekommen würde. Und es wird ein Forschung. Ich glaube, Captain America, Infinity War, der ist, glaube ich, noch nicht auf Rang 4. Also ich glaube, für den könnte ich den verwenden. Jetzt nochmal zum letzten Kristall, einen 5-Stern, den letzten Versuch für eine Weile für Nick Fury. Mal schauen, was wir dafür bekommen. Zurzeit ist es echt komisch mit den Laden der Bilder. Man hat ja immer wieder die schwarzen Fragmente da drinnen. Zurzeit ist das also mit der Ladezeit vielleicht nicht unbedingt das Beste. Aber mal schauen, was wir da jetzt bekommen. Und es wird erste Duplizierung vom Champion. Naja, ein Champion, den ich eigentlich nie verwendet habe bis jetzt. Aber die duplizierte Fähigkeit macht ihn ja vielleicht mal als Boss ganz praktisch. Obwohl die meisten Leute wissen ja schon, wie man mit ihm umgehen muss. Und jetzt dadurch, dass die Gegner nicht verdeckt sind, ist er, glaube ich, auch auf den anderen Positionen nicht mehr so nützlich. Aber naja, ich hoffe, das waren jetzt die restlichen Kristalle. Ich habe, glaube ich, nichts mehr vergessen. Ich schaue nochmal durch. Und sieht gut aus. So wie es aussieht, habe ich jetzt alles aufgemacht. Und naja, wie schon gesagt, ich habe einige kosmische Fragmente bekommen vom Stufe 5 Klassenentwickler. Und das wäre natürlich der Top-Pull. Wenn ich den voll bekommen würde, dann würde ja mein Corvus Glaives auf Rang 3 kommen. Und das wäre sicher ein Top-Champion für den meisten Content. Also dann, wenn euch das Video gefallen hat, liked das Video, abonniert den Kanal und ansonsten wünsche ich euch auch so viel Glück bei den Pulls, bei den Kristallen.
Und vielleicht sehen wir uns ja beim nächsten Mal. Tschüss!